Hallo und herzlich willkommen zu meinem Channel. Mein Name ist Zellacon und wer mich kennt, der weiß, dass das hier nicht normal ist. Ich habe nämlich absolut keine Zeit gehabt, den großen Greenscreen auszupacken. Deswegen stehe ich jetzt hier so, aber ihr könnt mal meine Vitrine im Hintergrund sehen. Ich habe mir überlegt, wie kann ich trotzdem nochmal schnell ein Video machen und euch schöne Halloween wünschen. Tja, wie mache ich das am besten? Mit einem Halloween Gunpla Projekt. Und dazu eignet sich der Harrow am besten, den ich vom lieben Oliver von Ogundam geschickt bekommen habe. Vielen, vielen Dank dafür und ich zeige euch jetzt mal, hoffentlich sind die Aufnahmen halbwegs was geworden, wie ich den verwandelt habe zu, ja, meinem Kürbis-Harrow-Vampir, was auch immer. Also nicht lange geschnackt und rein ins Projekt. Kommen wir direkt zur Box. Harrow Happy Yellow. Lange wird er nicht happy bleiben, lange wird er auch nicht yellow bleiben, denn wir möchten ja unseren Pumpkin daraus machen. Die Box gibt nicht viel Preis, außer dass wir ein Set Arme dazu bekommen, dass wir kleine Gelenke bekommen, um die Füße zu machen und natürlich das Puzzlestück, das man vielleicht schon vom Petit Guy kennt, als Base. Es wird ja immer darüber gesprochen, dass ich ein Aufbauvideo machen soll. Also warum nicht beim Harrow? Hier im Schnelldurchlauf den Harrow gebaut. Also es dauert wirklich nicht länger als 10 Minuten, dann steht er. Als nächstes habe ich mich gefragt, was kann ich machen, um diesen Strunk oben nachzubilden, der bei einem Kürbis ist. Das ist ja normalerweise ein brauner Strunk oben drauf und den wollte ich auch irgendwie haben. Und vor allem wollte ich den mit dieser ikonischen Kurve drin haben. Da ich leider aber keine Möglichkeit habe, zu Hause Plastik zu biegen, musste ich das einfach so machen, indem ich aus einem Runner so eine Kurve rausgeschnitten habe und noch ein paar gerade Stücken, um die zusammenzukleben, um einen größeren Körper zu machen, der dann halt sich verjüngt zu dieser Kurve. Das ist schon halbwegs in der Richtung, wie ich mir das vorstelle. Wir lassen das Ganze mal trocknen und kümmern uns endlich um den Harrow selber.
Beim Haro habe ich als erstes mit einem Bleistift mir die Augen so aufgemalt. Da habe ich an diese ikonischen Dreiecke gedacht, die man immer in den Filmen sieht, wenn die Leute versuchen, ein Pumpkin zu schnitzen. Insofern mache ich auch hier, schneide ich um die normalen Haro-Augen rum Dreiecke raus. Das mache ich mit dem Tamiya Scribing Tool. Es gibt wahrscheinlich bessere Methoden, wie man das machen kann. Ich fand, das hat jetzt aber ganz okay funktioniert. Kommen wir zum Ergebnis. Wir haben die Augen, wir haben unsere Dracula-Zähnchen. Ich denke, das sieht schon ganz okay aus. Und auch wenn es nicht komplett gleichmäßig ist, es soll ja ein bisschen asymmetrisch, spooky-mäßig sein. Perfekt. Auf der Rückseite habe ich mir gedacht, brauchen wir Panel-Lines, die symbolisieren, dass es sich hier um einen Kürbis handelt. Insofern habe ich einfach so alle paar Zentimeter ein paar Panel-Lines da reingehauen. Den getrockneten Strunk erhitzen wir über einer Kerze, sodass er ein bisschen anschmelzt. Obacht, also brennen soll er nicht, sondern nur so anschmelzen, dass sich das Plastik ein bisschen miteinander verbindet. Wenn das nämlich passiert ist, kann man mit dem Exacto-Knife dann darüber gehen, dass es ein bisschen ja, unförmig wird und wir einen richtigen Strunk dabei rauskriegen. So, nicht lang schnacken, direkt weitermachen. Wir grundieren den Haro. Immer dran denken, wenn ihr grundiert habt, mindestens so 20 Stunden lang aushärten lassen, weil sonst haftet die Grundierung nicht gut genug. Beim Innerframe habe ich mich für ein Silber entschieden, denn ein Haro ist nun mal eine mechanische Sache und die ist innen drin meistens so Alu, Silbern, metallisch. Und ich finde, das kommt im Kontrast mit dem orangenen Äußeren und den roten Augen dann besonders geil. Kommen wir zu einem besonderen Schmankerl. Also als Base haben wir dieses Puzzleteil, damit man mehrere nebeneinander stellen kann. Was ich mir überlegt habe, so einfach das als Puzzleteil lassen, ist mir zu langweilig. Ich rühre hier gerade meine bewährte Erde an. Sage ich so, ich habe es so dreimal bis jetzt gemacht und es hat immer wunderbar geklappt. Ein bisschen Wasser, viele Teile Erde und ein Ponal für die Haltbarkeit obendrauf. Wenn man das Ganze vermischt, kriegt man so eine Paste, die wirklich aussieht wie echtes Erdmaterial. Liegt auch daran, weil echte Erde drin ist. Es ist haltbar, es schimmelt nicht und ich finde, es kommt am realistischsten an wirklich Erde dran.
Nachdem ich die Erde ein paar Stunden lang antrocknen lassen habe, kann man direkt weiterarbeiten, wieder mit Ponal, weil es so schön transparent trocknet, obendrauf eine schöne Schicht, und dann kann man anfangen, das Ganze mit verschiedenen Geländebausachen zu bearbeiten. Also ich habe mir vor einer Weile schon so ein Sci-Fi-Kit, ein Fantasy-Kit, das sind so verschiedene Zusammenstellungen von Materialien, die man immer mal wieder gebrauchen kann. Wir haben dieses Gras, was man unten als Tütchen sieht, oben rechts ist ein Granulat, und diese Tupfen von außerirdisch aussehenden Pflanzen. Und ich dachte, die passen am besten für ein Halloween-Projekt und dann einfach freien Lauf lassen. Also ich habe mir vorher nicht überlegt, ja, mache ich das dahin, mache ich hier ein bisschen Gras hin, sondern ich habe das so ein bisschen dynamisch kommen lassen und einfach gesagt, so, du machst jetzt Kleber drauf und dann musst du dich schnell entscheiden, was wohin kommt. Und ich finde, bei mir funktioniert das wunderbar, um ja kein steriles Umfeld hinzukriegen, sondern auch vielleicht so ein bisschen gewolltes Durcheinander. Ich denke, das Endergebnis steht für sich selber. Wir haben eine Landschaft geschaffen, die ja auf einem Friedhof, auf einer Alienwelt sein könnte oder sowas. Ich finde, es sieht spooky genug aus für unseren Harrow-Vampir etwas. Jetzt, da wir unsere Base fertig haben, können wir uns weiter an den Harrow machen. Der, finde ich, hat nach seinem orangenen Coating verdient, noch so ein bisschen Highlights mitzubekommen. Dafür habe ich einfach Orange mit Weiß gemischt und bin über die ganzen Panel-Lines und Linien nochmal so drüber gegangen, um so einen Highlight-Effekt zu machen. Als kleines Gimmick habe ich mir aus einem Polycap und wieder einem kleinen Stück Runner noch einen kleinen Kürbis gebastelt, den ich jetzt hier einfach mal so wild mit Schwarz und einem Pinsel ein paar Streifen gebe, damit man ihn vielleicht irgendwann mal als Kürbis identifizieren kann. Nachdem das Highlight getrocknet ist, habe ich mir überlegt, dass mir das nicht ganz reicht und mir das zu hell ist und überhaupt zu sauber aussieht. Und der muss ja so ein bisschen, naja, Matsch vergraben aussehen. Deswegen gibt es hier nochmal einen braunen Filter, den man einfach wirklich dick aufträgt auch. Das, der trocknet wirklich schön, dass es danach so ein bisschen so, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Wort, so grudge, so düster wirkt.
Und damit kommen wir zum Ende meines kleinen Halloween-Projekts. Ich habe knapp 2 Tage dafür gebraucht und ich finde, das Ergebnis spricht für sich. Es ist wirklich genial geworden. Ich werde ihn in die Vitrine stellen und ich denke mal spätestens jedes Halloween rausholen. Und ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen in Halloween-Stimmung bringen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal so ein Projekt von Anfang bis Ende zu sehen und es war nicht zu langweilig. Hier nochmal die wunderschönen roten Augen. Ich finde, die sind besonders creepy. Es hat so ein bisschen was von einem Krebs oder so. Naja, ich hoffe, ihr könnt schön feiern. Ansonsten like das Video, bitte abonniert mich und wir hören uns in der nächsten Woche, wenn es vielleicht noch ein Projekt von mir zu sehen gibt.